Wir kommen jetzt, Herr Mayer, noch CDU, CSU, dann ziehen wir euch das ab, wenn er ein bisschen überzieht. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Bundesverband der pharmazeutischen Industrie und den Bundesverband der Arzneimittelhersteller. Für die Versorgung von Cannabis-Arzneimitteln in standardisierter Form und Qualität soll der Anbau von Cannabis zu medizinischen Zwecken unter kontrollierten Bedingungen in Deutschland ermöglicht werden. Wie beurteilen Sie dies unter dem Gesichtspunkt, dass damit eine ausreichende und qualitätsgesicherte Versorgung mit Cannabis-Arzneimitteln sichergestellt werden soll? Frau Genu zunächst. Ja, Britta Genu, Bundesverband der pharmazeutischen Industrie. Ja, wir sehen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes, sind wir halt eigentlich bereit, unsere Firmen das Cannabis-Fertig- und Rezepturarzneimittel, Extrakte und Blüten in ausreichender Menge über Apotheken und den Großhandel angeboten werden können. Wir legen dabei Wert auf den Qualitätsstandard nach deutscher und europäischer Qualität. Insbesondere werden diese Sachen, auch wenn sie keine Fertigarzneimittel sind, wie bei Cannabisblüten und den Rezepturen, unter GMP- und GMP-Bedingungen hergestellt. Und da wünschen wir uns auch noch eine Klarstellung im Gesetz, dass dieser Qualitätsstandard halt eingehalten wird. Und wir rechnen ja auch damit, dass die Cannabis-Agentur und der Anbau sich etwas verzögert, sodass halt aber mit Inkrafttreten des Gesetzes ein qualitätsmäßiger Ware verfügbar ist. Dankeschön. Herr Dr. Kortland, bitte. Herr Mann-Kortland für den Bundesverband der Arzneimittelhersteller. In der Tat, es ist nicht so ganz einfach, den medizinischen Bedarf, der ja auch nicht exakt, auch die Patienten können nicht exakt bestimmt werden, zu beurteilen, ob der medizinische Bedarf kurzfristig gedeckt werden kann über den Import von Arzneimitteln oder von Cannabisblüten oder Pflanzenteilen. Hier sind eben auch noch Spezifikationen notwendig. Wie werden diese Blüten extrahiert? Wie kann man daraus eben anwendbare Stoffe machen? Das ist alles noch nicht geklärt auf europäischer Ebene. Hinzu kommt, dass der Anbau in Deutschland, der ja vorgesehen ist, sicherlich einige Jahre brauchen wird, bis wir in ausreichender Form, in hoher Qualität entsprechende Cannabispflanzen hier in Deutschland angebaut haben. Deshalb glauben wir, dass zurzeit das Mittel der Wahl, und das ist auch mehrfach angesprochen worden, Fertigarzneimittel sind, die in der Tat auf Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit geprüft sind, die eine standardisierte Anwendungsmöglichkeit, auch damit eine erhöhte Compliance und ganz sicherlich Arzneimitteltherapiesicherheit bietet. Das ist das Mittel der Wahl, zurzeit zumindest. Und wir hoffen, dass auch möglichst weitere viele Fertigarzneimittel eben geprüft werden und dann auch zugelassen werden, weil da eine sehr gute Arzneimitteltherapie denn und mit einer hohen Sicherheit möglich ist. Vielen Dank. Dankeschön.